Wenn der Erblasser ein Testament hinterlassen hat, kann das für die Hinterbliebenen einerseits eine große Erleichterung darstellen, andererseits aber einen großen Schock bedeuten. Insbesondere dann, wenn in dem Testament nicht drinsteht, was man als Hinterbliebener eigentlich erwartet hätte, sprich man als Sohn, Tochter des Erblassers nicht berücksichtigt wurde, sondern vielleicht die Nachbarin oder eine sonst mehr oder weniger geliebte Person. Häufig werden solche Testamente erst dann aufgefunden, wenn der Erblasser längst verstorben ist, etwa wenn sie den Haushalt auflösen wollen oder die Dokumente des Erblassers durchsehen. Die Frage ist dann, wie ist mit einem solchen Testament umzugehen? Vor allem dann, wenn Sie vielleicht selber Zweifel daran haben, ob dieses Testament tatsächlich im Willen des Erblassers ist oder wenn Sie sich vielleicht gar nicht sicher sind, ob dieses Testament überhaupt vom Erblasser stammt. Die Antwort ist hier denkbar einfach, und zwar in jedem Fall ist das Testament unverzüglich beim zuständigen Nachlassgericht abzugeben. Unverzüglich bedeutet im juristischen Deutsch ohne schuldhaftes Zögern, heißt so viel wie so schnell wie möglich. Das ist deshalb so wichtig, weil Sie sich ansonsten gegenüber den richtigen oder nunmehr tatsächlich eingesetzten Erben gegebenenfalls schadensersatzpflichtig machen und weil Sie schlicht und ergreifend eine Straftat begehen. Wenn Sie das Testament nicht abgeben oder erst Wochen später abgeben, dann begehen Sie eine sogenannte Urkundenunterdrückung. Die Urkundenunterdrückung wird von Amts wegen verfolgt und ist mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bedroht. Zu diesem und zu weiteren Themen finden Sie Informationen auf unseren Blogs.